Jo, meine Freunde, was geht ab? Digga, wer hat 2019er Vibes? War es 2019 oder war es 2020? 2020, glaube ich, ne? Das war, stimmt, das war 2020. Anfang 2020, als ich den Riesenbeef mit der Pyro-Szene hatte, Mr. Pyro-Manager, ja, ich mach mal hier einen auf arroganten YouTuber, hat sich überlegt, wie er wieder Klicks kriegen kann, Kappa, und hat ein Video über den Beef mit mir gemacht, was 1,5 Jahre her ist, und jetzt bin ich gespannt. Oh, das waren Zeiten, Alter, 2020, es war krank, ey. Und mal gucken, wie war es wirklich? Ich weiß es selber nicht. Mal schauen, ne, was er jetzt dazu sagt. Wann wird Kuchentief mal wieder zerstört? Mal wieder? Okay, weird. Er guckt die auch ganz komisch, wie wieder zerstört. So, ich mache hier nochmal ganz kurz lauter. Ich glaube, seine Tonqualität ist nicht so gut. Matze! Ach Junge, ich hasse das. Also ich bin ja schon irgendwie leise in Streams, aber die Leute übertreiben wirklich maßlos. Ich hoffe ja, dass er endlich mal... Also im Prinzip. Vor allem ist er dicker geworden eigentlich. So. Liegt die Antwort ja immer noch bei ihm. Also. Digga, Junge, wie leise bist du bitte? Ich stell jetzt Desktop-Audio auf plus 10. Also, im Prinzip muss er immer noch, jawohl, mich jetzt wieder fronten, damit was passiert, weil mit seiner Reaction hat er sich selbst gefrontet in dem Sinne. Weil er halt einfach Müll erzählt hat. Faktisch. Gesehen, einfach auch. Ja. So, das habe ich ja auch alles widerlegen können. Also nicht alles, ich habe ihm auch ein paar Sachen damals recht gegeben. So, also ich weiß nicht, Mann, so hatte ich das irgendwie nicht im Gedächtnis, aber... Nicht? Ich weiß, es ist 2 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da verblieben sind. Ich weiß nur, dass ich ein Antwortvideo gegen ihn gemacht habe. Und das war's. War, ja, in einfach viel mehr in Sachen einfach nicht. Kjak, ich glaube nicht, dass das im Sinne von KuchenTV war, Money durch den Beef zu machen. Das war ja in dem Sinne, er hat ja gar nicht gefrontet. Das erste Mal habe ich gefrontet, weil er Scheiße, 1,5 Jahre ist das ja, erzählt hat, Zeit, ne? Unwahrheiten in seinem Video verbreitet hat, die so nicht stimmten, und hat die Leute versucht, über den Finger zu wickeln, weil KuchenTV hat ein Video gemacht, warum Feuerwerk verboten werden sollte. Irgendwie so. Weiß jemand noch genau den Titel? Irgendwie Umwelt, dies, das. Und das war in einer Zeit, wo gerade Wahlen waren. Real Talk, Leute, es war so. Es waren gerade... Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber was hat das Video jetzt mit Wahlen zu tun? Boah, ich will mal ganz kurz gucken. Silvesterverbot, KuchenTV. Ja, ist nicht Silvesterverbot. Hier, soll Feuerwerk verboten werden, glaube ich, war das Video, oder? Glaube ich, das erste, was ich dazu gemacht habe. 30.12.2019, also es war quasi 2020. Wahlen 2020 in Deutschland. Künftige Wahltermine. Sieht man da auch ältere Sachen? Ich gucke hier gerade mal. Künftige Wahlen, Landtagswahlen. Sieht man da irgendwie? Waren da überhaupt Wahlen zu dem Zeit? Zu dem Zeitraum? Wahlen 2020. Na toll, das sind alle Länder. Also die erste Wahl in Deutschland war... Ah, hat er recht. Am 2. Februar in Deutschland war die erste Wahl. Und zwar für den Oberbürgermeister in Leipzig. Hat er recht, Digga. Ich habe mir so gedacht, oh, wie kann ich dem Oberbürgermeister in Leipzig am meisten schaden? Wie kriege ich da meine Person rein? Oh, schwierig, Digga. Europawahl war 2020. Guck mal, Europawahl 2020? Nee, war es 2019? Ja, 19 war das. Was laberst du denn? Also da war einfach gar keine Wahl. Geil. Wahlen, ja. Und das war der Zeitpunkt, wo die Grünen irgendwie auf einmal 25%, 30%, was waren das da letztens? Diese große Bundestagswahl war da. War das nicht 2019 die Bundestagswahl? Wann war die? Nee, 2018, glaube ich. Nee, die ist alle 4 Jahre, ne? 2017 war die doch. Hä, hey, was soll denn da für eine Wahl geben? Was macht der denn gerade, hä? Und es war, oder es, die war noch nicht lang her, irgendwie so. Und man merkt auf jeden Fall, dass der Umweltfokus sehr im Vordergrund rückt in den letzten Jahren. Und dann macht er so ein Video, wo er sich für die Umwelt einsetzt. Und erzählt dann, Feuerwerk ist blöd, dies, das. Hat keine Ahnung und zeigt falsche Zahlen. Er hat falsche Zahlen benutzt, Leute. Er hat Zahlen von der deutschen Umwelthilfe genommen, die gefaked waren. Die waren nicht echt, die haben nicht gestimmt. Und die hat er genommen. Da seht ihr mal, was für ein... Warum sollen die Zahlen denn jetzt auf einmal gefaked gewesen sein, hä? Also ich weiß auf jeden Fall, dass das damals nicht der Punkt war, dass irgendwas gefaked gewesen ist. Und es gab auch damals überhaupt keine Wahlen, die gerade gewesen sind. 2019 war die Europawahl, wo die Grünen so abgecasht haben. Nee, Europawahl war... Ah doch, Europawahl 2019. Ja genau, aber 2020 kam ja mein Video und die waren... Also die Wahlen waren im Mai.
vom 23. bis 26. Mai 2019 wurden die gewählt. Also, ne, das Europa-Ding. Das ist halt ein halbes Jahr her. Und ja, na klar, auf einmal habe ich mich um die Umwelt gekümmert. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, womit würde man am meisten sparen? Natürlich, Digga, mit dem Feuerwerksverbot. Das war der Gedanke dahinter. Das Gute ist ja auch, dass ich 3 Jahre vorher nicht schon mal quasi genau das gleiche Video gemacht habe. Soll Feuerwerk verboten werden? Kuchen TV. So. Oh, warte mal. Leute. Video, Freunde der Wie dumm. Habe ich ja doch. Oh, da waren wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Wahlen, ne? Puh, Glück gehabt. Stabiler und schlauer Kuchen TV da Videos macht. Der Alter, Strato, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Subs. Grüße gehen raus. Danke sehr. Vielen lieben Dank. Auch schon 15 Subs heute, Alter, krank. Quellen benutzt. Von der Umweltseite. Deutsche Umwelt. Wie heißt die? Deutsche Umwelthilfe. DUH. Die haben falsche Zahlen genommen. Die hat er genommen. Er nimmt falsche Zahlen und sagt, er wäre ein Journalist, Meinungsblogger, whatever. Das ist halt schon. Ja, und da musste ich einfach was zu sagen, so. No front, aber aktuelles Wahlkampf. Also ich weiß nicht, Bro, das ist irgendwie falsch, was du sagst. Vor allem, warum soll denn eine anscheinend offizielle Stelle irgendwelche Zahlen faken? Das check ich auch nicht so ganz. Kampf. Mal gucken, ob wieder ein Umweltvideo vom Kuchen-TV kommt, Bruder. Mal schauen. Nein, das war ja nur so. Es muss nicht deswegen gewesen sein. Aber es kommt mir so ein bisschen rüber, als würde er... Digga, da waren keine Wahlen. Digga. Oh. So ein bisschen da sich ein gutes Licht zu stellen. Er merkt, wohin der Trend aktuell geht von der Meinung von Leuten. Und die Meinung ist in den letzten Jahren von dem normalen Durchschnitt, was Umwelt betrifft, viel mehr ins Positive gerückt, viel wichtiger geworden jetzt. Ja. Alter, das kannst du nicht ausdenken. Genau, ich habe mir nämlich so gedacht, ja, die Umwelt ist gerade im Kommen, ist wirklich mega wichtig gerade. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Video über ein Umweltthema im Jahr und dann nehme ich den Hype so richtig mit. Dankeschön für die 5 Euro, Nick. Digga, ich habe ein einziges Video über die, also quasi über die Umwelt gemacht, beziehungsweise war das ja auch nur ein Punkt davon, den ich genannt habe. Und alle anderen Faktoren werden quasi einfach, also alle anderen meinen Videos werden weggelassen. Ich habe mir nämlich nach dem Video so gedacht, ach komm, wenn das jetzt immer ein Beef wird, wenn ich die Umwelt verteidige, dann bin ich doch eher raus, Bro. Das feiere ich dann doch nicht so ganz. Weil die Leute merken Klimawandel, dies, das. Das hat KuchenTV auch gemerkt und ich glaube, dass er sich da vielleicht die Ideen rausgeholt hat. Das ist dann halt einfach, man merkt halt einfach, man hat bei ihm gemerkt, dass es eine Empfindungssache ist und er einfach versucht, Leute zu überzeugen und es nicht abkann, wenn man ihm Unrecht bei was... Echt, Digga, es ist eine Überzeugungssache, eine Meinungsblock, also eine Meinung, die ich vertrete. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Das ist krass. Was soll ich dazu sagen, Alter? Und er ist ein Meinungskanal, der eigentlich mit Kritik umgehen sollte und wissen sollte, dass es auch Leute gibt, die nicht seine Meinung sind und nicht nur seine enge Community, die ihn feiert und bei ihm alle recht geben, weil es einfach Leute sind, die keine eigene Meinung haben und 13-jährige Mitläufer sind, die ihm dann recht geben, so. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle so sind. Und hab ich auch nie gesagt, dass das so ist. Ich weiß jetzt nicht, auf was er sich da gerade bezieht, um ehrlich zu sein. Er behauptet das jetzt einfach. Es gibt Leute, die haben eine andere Meinung. Und er versucht aber natürlich penetrant, das ist halt auch seine Art, die Leute zu überzeugen, dass er recht hat. Dabei hatte er in dem Moment kein Recht gehabt. Und alle haben mir zugesprochen, die sich mit Feuerwerk auskennen, alle, die in der Community. Und Leute mit einfach bisschen Hirn, die bisschen sich informieren und bisschen Grips haben, dass es einfach Müll ist, was der da erzählt hat. Ah ja. Also alle Leute haben ihm einfach zugestimmt. Vor allem hat er auch gesagt, die Community. Welche Community meinst du denn? Vielleicht die, die Feuerwerk auffeiert? Ich meine, im Endeffekt war es eigentlich eher so, dass halt die Leute, Pyromanager KuchenTV, ich kann mal gucken, die Bewertung war, glaube ich, so bei 70% oder 80% Likes. Meine ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, was davon mein erstes Video war, das hier, also das kam von meiner Seite aus richtig gut an, also klar, es hat auch ein paar Dislikes, aber das ist ja normal, wenn man sich mit einer Szene anlegt, sage ich mal, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, Büromanager KuchenTV, ich weiß gar nicht, ob seine Videos über mich noch online sind, ich bin verliebt und hab kein Plan.
Sein Video wurde auf jeden Fall deutlich schlechter bewertet. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass er sehr viele dumme Aussagen damals gebracht hat. Deswegen ja auch der Titel. Also ist das halt auch nicht richtig. Er behauptet jetzt einfach, dass jeder mit Hermie irgendwie richtig fand, obwohl das halt einfach nicht, nicht richtig ist. So. Der Typ lebt echt in seiner eigenen Welt. Also mir kann es halt egal sein, das Ding ist sowieso 1,5 Jahre her, aber es ist schon weird, dass er sich jetzt irgendwie da so hinstellen möchte, obwohl es halt offensichtlich nicht so passiert ist. So. Er kann das halt sehr, sehr gut umschreiben und befürworten und mit seiner Art, er kann das sehr gut, das muss man ihm einfach lassen. Leute um den Finger wickeln, sage ich jetzt einfach mal so. Das tut er in seinen Videos. So unterschwellig. Das merkt man gar nicht. Dann wird er schon sehr beeinflusst, finde ich. Digga, ich sag einfach ganz normal meine Meinung. Ja, natürlich wirst du beeinflusst. Du wirst in jedem Video beeinflusst. In deinen Videos wird man genauso beeinflusst. Der eine kann halt besser reden, der andere halt weniger gut. Bei jedem Video, was ihr seht, egal von wem, werdet ihr beeinflusst. Das ist komplett normal. Und ich mache Meinungsblogs. Eigentlich ist es sogar gut, wenn ich das kann. Das mache ich aber nicht absichtlich. Dann kann ich vielleicht einfach gut Texte schreiben oder bringe vielleicht einfach Dinge gut rüber. So, hä? KuchenTV hat mich gebannt, weil ich geschrieben habe, dass er ein Heuchler ist. Bruder, es wurden Leute in seinem Chat gebannt. Auch das wieder. Das wird jetzt halt einfach so hingestellt. Und das ist jetzt einfach so. Die geschrieben haben, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Oder die wurden von ihm weggebannt, die sowas reingeschrieben haben. Ich habe Leute gebannt, die das reingespammt haben, was ja auch normal ist, oder? Irgendwelche Leute kommen hier in den Chat, spam so eine Scheiße rein, so, wo es auch gar nicht drum geht. So ganz ehrlich, wenn wir jetzt über Pyro reden und jetzt schreibt einer rein, Pyro ist no crime, solange ihr nicht spammt, ist das ja eure Meinung, könnt ihr halt machen, gar kein Problem. Aber Bro, wenn ich mir ein Video angucke von, keine Ahnung, Rezo oder von Fußball oder sonst irgendwas und irgendwelche Idioten denken sich so, ich muss da jetzt rein und das unbedingt reinschreiben. So, ja, sowas will ich nicht in meiner Community haben, warum auch? Hä? Was soll ich denn mit denen? Also die sind ja auch gar nicht daran interessiert, eine vernünftige Diskussion oder sonst irgendwas zu führen, sondern die wollen halt einfach nur irgendwie Welle schieben, wollen mir einfach nur auf den Sack gehen. Warum sollte ich das über mich ergehen lassen? Wir haben, lustigerweise schreiben auch nur Leute rein, die sowas sagen, ja, ich wurde gebannt, weil ich hier reingespammt habe oder weil ich Heuchler gesagt habe. Keiner spammt rein oder keiner schreibt in seinen Chat sowas rein, ja, ich habe eine ganz sachliche Aussage gebracht und wurde gesperrt. Hm, warum das wohl so ist? Sehr komisch. So, vor allem, dazu muss man ja auch sagen, habe ich halt auch Mods. Meine Mods machen auch Fehler, gerade Maxeli macht sehr viele Fehler. Ihr könnt einen Bannungsantrag stellen und vielleicht wurdet ihr ja tatsächlich zu Unrecht gebannt. Soll vorkommen, kommt ja auch oft vor. Wenn man sich meine Entbannungsanträge, Videos anschaut, dann sieht man ja, dass voll viele Bans wieder zurückgenommen werden. Also was heißt viele? Sagen wir mal 30% oder so. Aber kann ja durchaus sein. Wenn jemand bei mir reingeschrieben hat, nach dieser ganzen Sache, KuchenTV kann ich mir gut geben oder so, KuchenTV ist ein Ehrenmann. Wenn die das bei mir reingeschrieben haben, die auch provozieren, gab es bei mir auch ganz oft. Ich habe die nicht wegbannen lassen. Ich habe KuchenTV, haben Mods von mir auf die Blacklist gesetzt, aber alles andere... Ja, Digga, aber das ist doch dann auch genauso dumm. Also ob ich die Leute jetzt sperre oder den Leuten gar nicht die Möglichkeit gebe, den Namen in den Chat zu schreiben, was ist denn daran besser? Also das ist eine Sache, die ich halt wieder nicht nachvollziehen kann. So, du bringst ja quasi schon, du managst die Kommentare so, dass man bestimmte Namen einfach nicht in die Kommentare schreiben kann. Das ist doch auch nicht ein ehrenhafter Mut. Also die Leute sperren ist okay, aber quasi dann Zensur in deinem Channel zu betreiben, dass man zum Beispiel mein Video nicht mehr erwähnen kann oder meinen Namen, beziehungsweise ist wieder okay. Hä? Ich habe da nichts weggebannt oder sonst irgendwas. KS-Regel, weil ich finde, jeder kann eine Meinung haben und wenn jemand sagt, er kann sich KuchenTV gut geben, dann ist das so, Digga. Dann banne ich den doch nicht weg. Und wenn jemand sagt, der hat Bock auf Feuerwerk zu zünden, dann soll der Bock drauf haben. Und wenn der hat Bock, Leute um Finger zu wickeln, dann soll der doch machen, Alter. So. Leben und Leben lassen. Und der bannt einfach meine komplette Community weg. Die haben alle... es gab viele Leute, die halt einfach auf meiner Seite waren und ich habe da überhaupt nichts gesagt in der Hinsicht, habe überhaupt nicht gesagt, geht in seinen Chat und schreibt irgendwas rein oder so. Das haben von sich aus... Ja, alle waren auf deiner Seite, deswegen hast du auch irgendwie 31% Dislikes auf dein Video. Also, ich meine, guck mal, so das Ding ist, sowas ist zum Beispiel einfach falsch. Wenn wir jetzt einfach nur die Bewertung der Videos sehen, dann müsste man sagen, dass ich ganz klar den User-Vote gewonnen habe. Ich meine, wie viele Likes hatte ich? Irgendwie 85% oder so und du hattest... 61 oder was es gerade war, irgendwie so, oder 69, keine Ahnung. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass ich unbedingt recht habe, aber im Endeffekt ist es doch so gewesen.
die Pyro-Community ist quasi so vereint, mehr oder weniger, sag ich einfach mal, und war halt dann gegen mich und die Leute, die das halt, für die das okay war, dass es halt gesperrt ist. Also viele Leute hat das Thema ja auch generell gar nicht so wirklich interessiert und die haben sich einfach gedacht, ja, Kuchen TV, okay, und dann bannt man das halt, juckt mich halt auch nicht weiter. So, aber es ist ja falsch, einfach, was er sagt. So, das war einfach wirklich die Pyro-Community quasi halt gegen meine Community. Und das war halt nicht so, dass einer überall Recht bekommen hat, sondern die Pyro-Community war quasi gegen mich. Also, ne, so von, also gegen, war gegen das Verbot und meine Community war halt eher für das Verbot. Ich weiß nicht, was du da für Aussagen bringst, aber das spiegelt irgendwie nicht das wider, wie es halt damals passiert ist. Viele gemacht aus Protest so, um zu zeigen, dass er einfach keine Ahnung von der Materie Feuerwerk hat und Pyrotechnik. Und haben dann reingeschrieben, ganz normal, dass sie Feuerwerk gut finden und haben argumentiert und die Leute bannt er dann einfach weg, so. Ja, dann beweis mir jetzt bitte eine Person, die ich wirklich weggebannt habe, weil sie wirklich eine ganz vernünftige, normale Argumentation geschrieben hat. Da bin ich wirklich gespannt, ob du es mir zeigen kannst, dass ich jemanden gesperrt habe, weil er argumentiert hat. Kann ich dir sagen, wahrscheinlich ist es nicht so. Also ich habe niemanden gesperrt. Ist auch einfach, es wird jetzt einfach so behauptet, so, dass ich für jeden wegsperre, der halt argumentativ irgendwas geschrieben hat, was gar nicht stimmt, Digga. So, wir bannen halt Leute weg, die beleidigen, die reinzwimmen oder sonst irgendwas. Ich habe nie jemanden gesperrt, der argumentiert hat. Das hat auch keiner in den Chat geschrieben. Weiß nicht, hat er sich das gerade ausgedacht oder so? Was ist das, Alter? Leute, die nicht seiner Meinung sind, bannt der Junge aus seinem Chat. Und das, finde ich, reicht auch schon. Nein, tue ich nicht. Hier sind so viele Leute, die nicht immer meiner Meinung sind und ich bann die nicht weg. Digga, der lebt echt in seiner eigenen Welt. Ne? Alles, es ist alles gesagt zu ihm. Ich will einfach noch dazu sagen, ich denke mal... Es ist alles gesagt, Video geht noch 4 Minuten, Bro. Irgendwie, also das zeigt einfach schon, dass er kein Recht hatte damals. Das zeigt einfach schon, dass er kein Recht hatte, wenn er Leute wegbannt, die nicht seiner Meinung sind. Ja, genau, da haben viele gemacht, Thomas, nicht nur einer, ich glaube 2, 3... haben mir auch immer Kuchen-TV Emotes reingepostet und ich habe das nicht wegbannen lassen. Ich glaube, es gab mal einen Fall, wo irgendjemand was getimert hat, bei sie oder so. Aha. Aha, siehst du, meine ganze Community wurde nämlich weggehauen. Timeoute den nicht so. Habe ich gesagt, soll er doch machen. Er macht hier gerade nichts Unerlaubtes. Suspekte Aussage von dir. Aber auch Leute wie bei sie, glaube ich, haben bei ihm Emotes reingeschickt. Auch, also von meiner Twitch-Emotes haben bei ihm im Chat wurden auch weggebannt. Die Leute wurden direkt gesperrt, für immer, permanent. Ja, Digga, dann zeig mir das doch. Diese gleichen Leute, die du jetzt meinst, können doch einen Entbannungsantrag stellen. Die können doch jetzt einen Entbannungsantrag stellen und da kann ich doch reingucken, was die wirklich geschrieben haben. Und ja, wir sperren auch grundsätzlich Leute, die zum Beispiel Emotes reinspammen. Wenn du jetzt ein Emote oder sowas reinpackst, dann wirst du nicht gesperrt. Aber wenn du halt 5, 6 Mal hintereinander 1, 2 Emotes reinpostest, natürlich sperren wir die Person dann weg. So, aber du kannst deiner Community ja einfach im nächsten Stream sagen, dass die bitte einen Entbannungsantrag stellen sollen. Wenn ich das nächste Mal Entbannungsanträge mache, dann sehen wir es ja. Und dann sehen wir ja auch, was da drin stand oder nicht. Und dann können wir ja gucken, ob das stimmt, was du sagst. Wäre ja lustig, wenn nicht eigentlich, ne? Permanent. Die haben kein Timeout bekommen. Die Leute wurden wirklich gebannt. Weil die Emotes von meinem Channel reingeschickt haben. Das ja, der zum Beispiel, bei Scaler455, ja gut, der ist sogar wieder entsperrt. Vorstellen. Der habe ich gerade im Chat gesehen gehabt, aber da weiß man also nicht, wofür der gesperrt werden ist. Dann gib mal den Leuten vielleicht einen Timer, keine Ahnung, um denen zu zeigen, hier, komm, verpiss dich, wollen hier keinen Pyrotechnik-Fan. Aber die Leute dann auch noch für immer zu entbannen, jetzt hast du gerade entbannen reingeschrieben, zu bannen. Guck mal, so das ist auch zum Beispiel das nächste Ding. Also ich finde auch teilweise, dass diese Sperrungen halt für immer sind, ein bisschen problematisch. Twitch gibt mir jetzt natürlich, also Timeout theoretisch ja, aber ich habe jetzt während dem Stream andere Sachen zu tun, als mir irgendeine Zahl auszudenken, wie lange ich die sperren möchte. Ich will ja streamen. So, und ich meine, das sind halt Leute, wo ich halt von Anfang an weiß, okay, die sind eh nicht auf einer Augenhöhe mit mir. Und die kommen hier rein, spam irgendwas rein, einfach nur um hier auf den Sack zu gehen. Natürlich werden die für immer gesperrt. Warum nicht? Warum sollte ich das nicht machen? Erklär mir das mal bitte. Was bringt es mir denn, diese Leute nicht zu sperren, wenn die nur reinkommen, um irgendwie hier Hackmeck zu treiben? Also ich sperre hier auch ganz andere Leute. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie nur seine Community weggesperrt wird, sondern auch Leute, die hier andere Sachen rein spammen, werden entfernt. So. Habt noch die Beweise wegen Entbannungsantrag. Okay, bei sie wurde der angenommen oder abgelehnt? Schick mal rüber, schick mal ein Screenie oder so rüber. Das würde ich echt gerne mal haben.
Lass dich doch nicht triggern. Ich lasse mich nicht triggern. Ich erkläre einfach nur nochmal den Leuten, also wie halt nochmal so ein Statement jetzt dazu, weil halt jetzt wieder das kam mit Kuchen TV. Es kommt immer wieder. Es ist halt so ein Running Gag mittlerweile. Da müsste ja eigentlich im Video sein. Ne? Du hattest mit Kuchen TV Beef so. Ist ganz normal so. Aber einfach nochmal ein paar Worte dazu, wie das halt war damals, ne? Das haben ja viele. Ja, gut. Was soll seine Freundin machen? Also die sitzt jetzt da und der redet über ein Beef, wo die weiß ich nicht, ob die da schon zusammen waren oder whatever. Also was soll die jetzt da großartig sagen? Ist ja klar, dass sie nur daneben sitzt. Wenn ich jetzt mit Gina streame und ich rede über irgendein Beef, wird die wahrscheinlich auch nicht so viel dazu sagen. Was soll sie auch sagen? So. Viele von außen so ein bisschen mitbekommen, die Videos, aber so das Drumherum denke ich mal auch nicht wirklich. Und Steffi, ich danke dir für deinen 7. Monat. Jetzt zu dir, Dankeschön. Kung hat einfach eine dumme Kiddie-Community. Kevin würde ich so schon mal zum Beispiel gar Ja, Kevin. Nicht behaupten, weil jeder YouTuber hat eine Kiddie-Community. Jeder Streamer und jeder YouTuber hat eine Kiddie-Community. Die ist unterschiedlich groß, das liegt auch daran, ob derjenige Famer ist oder nicht. Umso mehr Fame ein YouTuber hat, umso größer ist auch die Kiddie-Community. Ist so. Im Umkehrschluss ist aber auch die Community von den erwachsenen Personen hoch. Die halt aber nie zum Vorschein kommen so richtig. Das ist halt einfach normal, dass bei irgendwelchen Fantreffen oder so dann eher die jüngeren Leute kommen, aber die Community besteht auch aus ganz vielen Älteren und auch bei KuchenTV gibt es viele Erwachsene, die seine Videos schauen, natürlich. Ja, abschließend ja, ist ja so. Dazu soll also er macht also sein Ding machen, es juckt mich nicht, aber wenn der nochmal vielleicht irgendwas Falsches labert und mir das jemand zuschickt, so war es damals auch, oder irgendwie wieder versuchen sollte mich anzugehen, dann wird's klatschen, Alter, also ich sag's euch, wenn der jetzt wirklich nochmal irgendwas ankommen sollte oder so. Weil er soll sein Ding machen, ich lasse ihn. Digga, ich gebe dir den Tipp, befass dich lieber mit Leuten, die nicht 10 Ligen über dir sind und die dir deutlich überlegen sind. Ist natürlich deine Sache, Bro, aber du tust dir damit nichts Gutes. Ich meine, Kahn, du legst dich ja, wenn du jetzt so ein Lauch bist wie ich, dann legst du dich ja auch nicht mit einem Schulschläger an, so weißt du, sondern dann versuchst du halt irgendwie den Zweiklässlern das Taschengeld zu klauen. So, ne, also versuch in deiner Liga zu fischen, Bro. Ich glaube, die Champions League ist ein bisschen zu hoch für dich. Aber vielleicht schaffst du ja mal den Aufstieg in die Oberliga, wer weiß. Ich bin jetzt in Ruhe, aber der soll seine Gosch halten. Das sollte auch arrogant klingen. Und sein Ding machen. So. Aber soll sich aus Sachen raushalten, wo er keine Ahnung hat. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Alles klar, Bro. Da weiß ich Bescheid. Ja, sehr peinliches Video. Aber was soll ich sagen, Bro, ne? Dachte ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen, ey?